Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Und ich beginne erstmal die Session mit einer kleinen Entschuldigung. Ich weiß, dass in letzter Zeit nicht mal jeden Tag wirklich Videos kommen. Ich schaffe das im Moment einfach gerade nicht so, wie ich das gerne hätte. Und bemühe mich schon wirklich jeden Tag irgendwie es hinzukriegen, noch ein Video für euch zu haben. Das klappt leider nicht immer, wie man gemerkt hat. Da waren mal ab und an ein paar Tage dabei, wo es leider nicht funktioniert hat. Diese Session soll jetzt erstmal wieder, aber für die nächsten Tage ein bisschen Futter bieten und geplanterweise danach dann direkt noch mehr Aufnahme, damit wir irgendwie mal wieder ein bisschen Backlog zusammenkriegen, sodass ich dann überhaupt keine solchen Probleme mehr habe. Aber ich kann erstmal nichts versprechen. Sorry. Es wird schon. Es wird irgendwie wieder werden. Keine Sorge. Okay, was habe ich mir überlegt? Was wollte ich eigentlich machen heute? Die Challenge. Die nächste Challenge hatte ich mir überlegt. Wir haben lange keine Challenge mehr gespielt, nachdem wir ein kleines bisschen von Back as Words ja... wie soll ich das sagen? Also ich hatte ein kleines traumatisches Erlebnis, um ehrlich zu sein, weil ich die ganz nicht fürchterlich... Eigentlich war sie sehr cool. Ich fand sie eigentlich nicht fürchterlich, aber... ja, sie war schwer. Sie war fürchterlich schwer in meinem kleinen Universum zumindest. Für andere vielleicht nicht unbedingt so. April's Fool klingt ja auch irgendwie so. Was ist denn da unten? Kann ich da hin? Nee, okay. Achso, da unten liegt die Statskarte. Dann wuschle ja hier irgendwie so mal auf dem Mainscreen hin und her, um zu den verschiedenen Menüs zu kommen. Daran mag es liegen. April's Fool. Ich erwarte irgendwie Blödfug. Ich erwarte ganz viel Blödfug. Sowas wie, ich habe auf keinem Stockwerk eine Karte. Also überall hier Fragezeichen. Ich weiß nicht, was für Items ich habe. Also es sind auch alles die Fragezeichen-Dinger. Irgendwie sowas? Vielleicht? Ich sehe vielleicht auch nicht, wie viel Leben ich habe. So alles nicht. Ich sehe gar nichts. Okay. Ich sehe erstmal keine Probleme. Wir müssen Mams Hart besiegen. Das ist spannend. Wir sind scheinbar ein ganz normaler Isaac. Ich habe eine Karte. Ich habe Leben. Meine Karte ist aber kaputt. ganz offensichtlich. Creepshots. Wait, what? Das war ein Eng. Okay, also wir haben. Ich hätte jetzt gesagt, praktisch hätten wir ein. Wie heißt denn das? So ein Fragezeichen-Zeug gehabt. Ein Fragezeichen-Curse. Aber. Ja. Also, ich sehe Dinge, die offensichtlich sowieso nicht richtig sind. Und irgendwie funktioniert die Karte auch irgendwie nicht so, wie sie soll. Also, wahrscheinlich funktioniert sie so, wie sie in der Challenge soll, aber sie soll bitte eigentlich so nicht funktionieren, sondern sie soll mir zeigen, wo ich bin. Oh Gott, das ist ja quasi noch schlimmer. Ich blicke gar nicht mehr durch. Dann lass mich doch wenigstens irgendwie gar nichts sehen. Weil so merke ich mir das ja quasi sogar falsch wahrscheinlich. Denn, what? Das sind alles nicht mal die richtigen... Ich bin... Ah! Warte mal, doch, das müsste aber gerade der Raum rechts von mir jetzt rechts auf der Karte von mir gewesen sein, ne? Wenn ich mir das so angucke. Das heißt, grundsätzlich sind die Räume da. Die sind nur... Ich glaube, ich bin auf der richtigen Karte. Die sind nur sehr seltsam angeordnet. Kann das sein? Okay, es gibt noch einen Raum, den ich theoretisch nicht gesehen habe. Nicht, dass der... Wobei, ich möchte ihn mal sehen. Ich scheine auch immer in die richtigen falschen Räume zu kommen. Okay, hier war ich dann quasi noch nicht. Okay, hier ist Sonnenraum. I see. Okay, das ist ja total wir. Und wir wissen nicht, was für Items wir kriegen. Das scheint irgendwie zufällig zu sein. Das ist auch nicht besonders toll. Der Blaut! Ja! Auf dem ersten Stockwerk? What? Das ist nicht schön. Au. Heißt das, die Bosse sind auch so völlig random, So völlig random, au. Ich glaube, ehrlich gesagt, gerade, au. Nicht, dass ich den gebacken kriege. Ich glaube auch, es ist nicht clever, den Blow da, also so anzugehen, von unten. Wirklich, ich brauche eine sinnvolle Taktik gegen den Blow, weil, what the hell. Oh oh, jetzt habe ich Probleme. Au. Okay, der Blowout auf dem ersten Stockwerk ist nicht schön. Der ist gar nicht schön.
Schauen wir mal, was sonst noch abgeht. Okay, da ist irgendwie ein Itemraum. Das ist schon mal gut. Ich sehe schon, das wird wieder nicht lustig hier. Das wird auf Dauer wieder nicht lustig. Nee, ich brauche gar nicht rumwürfeln. Ich hätte das Ding hier gerne. Hier ist ab. Number one. Ja, prima. Keine Reichweite mehr. Toll, toll. Naja, gut. Na gut. Auf den ersten Stockwerken geht das noch. Ein bisschen fies, wenn jetzt irgendwie... Warum habe ich gerade Leben? Warum habe ich ein blaues Lebensdingen? Also vor allem ein halbes. Das finde ich gerade etwas strange. Da geht's Richtung Boss, okay. Will ich den direkt machen? Ich meine, hier gibt es doch bestimmt auch Teufelsräume. Das heißt, wenn ich kein Leben verliere auf dem Weg dahin, dann ist das cool. Ich mache mal erstmal den Boss gerade. Das ist schon wieder der Blaut. Warum? What? Warum ist das schon wieder der Blaut? Da! Aua! Au! Wie soll ich denn bitte den Blaut auf dem ersten Stockweg töten? Au! Also mit ganz viel Leben unter Umständen. Das könnte... Oh Gott, jetzt baut er auch noch Ads. Geht ja gar nicht. Okay. Ja. Moment. Stimmt, man konnte irgendwie... Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Über dem. Ich muss im Prinzip über dem stehen. Das ist natürlich der Witz. Au, ich komme hier aber nicht so richtig. Hier sind zu viele Ads da. Nein, aua. Okay, über ihm stehen. Über ihm stehen macht Sinn, weil er kann nur nach unten lasern. Ich hoffe einfach, dass ich ihn jetzt nicht nochmal kriege und fertig bin. Da habe ich das Problem nicht. Eieieiei. Toxic Blood. Das ist mehr Reichweite. Okay, aber naja, geht so. Haben wir da? Oh, Pillen. Warte mal, da mehr Pillen. I'm drowsy. Ich weiß nicht ganz genau, es hat mir gerade Lack gegeben, aber okay. Friends to... Hä? Ich habe auch keine Friends gekriegt. Infested? Das ist auch nicht infested. Da! Ah. Oh, da waren Spinnen drin. Oh, hier ist gerade ein ganzes Leben schange. Irgendwas ist kaputt. Okay, ich glaube, ich weiß, was da gerade abging. Das scheint so, als wären die Pilleneffekte auch irgendwie zufällig, ja? Und zwar, wenn ich die nehme. Nicht nur so wie die Items, sondern die Pillen halt auch. Da war ein Lack dabei und ich weiß allerdings nicht, was das andere dann alles war jetzt. Und warum kriege ich irgendwie... Hä? Warum kriege ich halbe Leben, wenn ich gerade Münzen einsammle? Ich bin total verwirrt. Ich bin total verwirrt. Sind die normalen Pickups auch irgendwie zufällig und deswegen kriege ich da irgendwie komischen Stuff oder was geht da? Hä? Der Schlüssel auch? Ich blicke das überhaupt nicht gerade, was da abgeht. Ich bin total verwirrt. Also ich finde es gut, weil ich kriege gerade Leben. Mehr oder weniger, ohne es gefunden zu haben. Das auch. Ich habe das Herz eingesammelt. Es hat mir aber irgendwie nichts gegeben da oben. Diese Challenge ist strange. Sehr, sehr strange. Oder ist da vielleicht ein System hinter oder so? Ich habe keine Ahnung. Das war ein Schlüssel. Guck mal, das war sogar ein echter Schlüssel. Und das ist schon wieder der Blaut. Kann es sein, dass es einfach immer der Blaut ist? Jetzt habe ich ein Problem, weil jetzt stehe ich unter ihm. Er muss eigentlich zu mir hinhüpfen. Wenn ich ihm einfach mal ein bisschen ausweiche, bis der wieder hier hinten irgendwo hinspringt. Oder hier. Vielleicht tut er aber irgendwie nicht. Vielleicht ist es auch immer nur auf dem ersten Stockwerk der Blaut oder so. Ah, wow. Ach ja. Das ist ja völlig... Au. Völlig zufällig, was da rauskommt. Und was ich davon habe. Das Problem ist, jetzt habe ich selber auch noch hier diesen blöden Bullshit. Au. Da ist aber ganz viel Leben dabei. Da ist ganz, ganz viel Leben dabei. Das kann ich sehr gut gebrauchen gerade. Aua. Das kann ich gerade richtig, richtig gut gebrauchen. Laser doch. Laser. Au. Laser doch, du Penner. Töte dich. Diesmal töte ich dich. Au. Hatte ich zumindest irgendwie gehofft, aber das Problem ist auch irgendwie, dass er dann tatsächlich immer springt, wenn ich über ihm stehe, ne? Das heißt, damit kann man das... Da.
Damit kann man das auch nicht so richtig machen. Also ich muss das schon irgendwie eigentlich so ein bisschen, au, so ein bisschen von der, au, ein bisschen von der Seite machen, was halt auch nicht ganz einfach ist, weil, naja, da lasert er halt durchaus auch ständig. Aber es sieht ganz gut aus, es sieht gut aus, ich habe ihn fast tot, aua, kriegt leider Schaden immer noch. Au, da auch nochmal. Jetzt geht rauf, boah, ey. Okay, was haben wir noch so? Das war kein Leben, Blattklot. Okay, jetzt zeige ich mir dann wenigstens immer das Richtige an. Das ist ja gut. Das ist ja schon mal echt praktisch. Warte mal. Ich müsste jetzt eigentlich hier sein. Das heißt, hier könnte ein Geheimraum sein. Ist da aber nicht. Na gut, na gut, na gut, na gut. Ich habe den Bloat einmal getötet. Ich bin sehr zufrieden. Wenn ich jetzt natürlich nochmal einen Bloat kriege. Okay, ich bin scheinbar da oben irgendwo. Das Damage und Range-Up ist gar nicht schlecht. Vor allem auch, wenn ich nochmal dem Bloat begegnen sollte. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass ich ihn jetzt jedes Mal kriege oder so. Das wäre so fies, ne? Das ist so böse. Einfach so eine Challenge, wo immer nur der Bloat kommt. Das kann doch schon kein Zufall mehr sein, dass ich den bis jetzt jedes Mal hatte. Oh Mann, wäre das gemein und doof. Au, und ich habe ja wirklich einfach nur hart Glück gehabt vorhin eigentlich, ne? Wegen Leben und so, dass ich dann noch so viel hatte dann. Oder so viel gekriegt habe. Weil ich die Münzenherzen, die goldenen Herzen zufällig gekriegt habe und da natürlich dann noch ganz viel Münzen rauskamen, die alle irgendwie leben wurden. Ich traue mich nicht. Ich gehe jetzt erst den Itemraum suchen, die es hier ja scheinbar gibt übrigens. Das ist schon mal ganz gut, weil ja genug. Es gibt ja. Au, ist klar. Es gibt ja genug Challenges, wo es keine Itemräume oder so gibt. Hier gibt es sowohl Itemräume als auch Shops scheinbar. Oh, guck mal, das war eine Münze. Toll. Ja, ich wollte gerade sagen, das war keine Bombe. Ich glaube, es war ein Schlüssel jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ging sogar direkt weg. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie abhängig vom Stockwerk, wie viele Gegner da rauskommen können. Da waren jetzt jeweils zwei und wir sind auf dem zweiten Stockwerk. Kann das so sein, dass das so funktioniert? Ein halbes schwarzes Herz. Na, immerhin wollte ich sagen. Und da gibt es erstmal direkt ein bisschen auf die Fresse hier und Hilfe. Böse, 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 böse Gefühle zu fliegen. Hier muss ich ja auch echt immer alles kaputt machen, ne? Weil es könnte irgendwas drin sein. Selbst wenn es eine Münze ist, könnte es Leben sein. Das ist halt krass. Oh. Erstmal Itemraum. Ich muss ja nicht das sein. Das ist das Book of Secrets. Oh, guck mal. Da kam eine Spinne raus. Die Frage ist das auch immer das Gleiche? Oder nicht? Oder doch? Oder ja? Da fällt mir übrigens gerade ein, oder auf, ich bin glaube ich sogar tatsächlich an dieser Stelle hier, dass hier solche Räume total geil sein können, weil da ganz viel Blödfug drin liegt, was halt alles irgendwie zufällig irgendwas sein kann. Was halt total krass ist, eigentlich. Oh, guck mal. Eine Blank Rune. Münzen. Kein Leben, schade. Ich weiß nicht, welche Rune das jetzt gerade war, aber... Achso, Book of Secrets nochmal. Sehr schön. Stimmt. Dann gehen wir mal zum Boss und bitte sag mir. Dammit. Oh. Erwischt. Es ist vor allem sogar ein Champion Blow. Ist das toll. Mehr. Dammit. Mehr Ads und so. Au. Au. Ich dachte gerade, das ist vielleicht einer, der nicht lasert oder so, weil er ja schon anderen Blödsinn macht. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der nicht macht hier, der hier. Kann ich hier vielleicht immer so... Au, nein, kann ich nicht. Never mind. Ich wollte eigentlich immer so sagen, immer so hin und her laufen, wie bei Monstro oder so. Ja, toll. Hier stehe ich echt nicht schön. Der ist tatsächlich einfach nur schlimmer, ne? Der Champion, oder? Weil der macht irgendwie dasselbe wie der normale Bloat. Nur, dass er noch Ads macht und seine Schüsse explodieren und so. Aber ansonsten ist der genauso, was ziemlich fürchterlich nervig ist. Und ziemlich fies. Hast du es bald? Aua!
Au. Der ist doch scheiße. Die Challenge, au. What überhaupt? Pyromaniac. Heilung durch Explosionen ist natürlich toll grundsätzlich. Auch also gegen den Champion Blow durchaus auch, weil dann kann ich immer, sobald er irgendwie anfängt, mit seinen komischen Explosionsschüssen rumzuschießen, springe ich halt einfach, laufe ich mal schnell rein, weil so toll, eine Trollbombe. Dann laufe ich halt schnell rein und kriege dadurch Leben wieder, was ja ganz witzig ist. Aber, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, geht weg, geht alle weg. Ich glaube, ich möchte die Münzen haben. Weil, könnte ja irgendwas sein. Wenn das Leben ist, wäre das awesome. Das ist schon mal sehr gut. Das ist auch ganz gut. Gefällt mir alles schon mal. Und ich hab halt Bomben wie Sau. Das ist also kein Problem hier. Kann ich alles mitnehmen. Ist da ein Schlüssel bei? Nein, ist da nicht. Schade. Auch toll, ne? Natürlich ist da. Also, da ist kein Schlüssel bei. Es war ja streng genommen auch egal. Ganz, ganz seltsam mal wieder. So, da ist theoretisch ein Schlüssel. Der Schlüssel war aber ein halbes Herz. Der Ich blicke nicht durch. Ich blicke nicht durch. Ich blicke nicht durch. Machen wir das auch nochmal. Oh. Oh, au. Das war gemein. Das war richtig fies jetzt. Hui. Ein Lackab. Und da haben wir tatsächlich noch einen Schlüssel. Jetzt ist die Frage, hebe ich mir den auf fürs nächste Stockwerk? Oh, dann hole ich mir die Truhe noch. Und ich glaube, die Antwort ist eigentlich, ich muss mir die Truhe da noch holen. Weil, naja, ich brauche alles, was ich kriegen kann, wenn ich gegen den Typen bestehen möchte. Temperance? So, bestimmt auch zufällig, ne? Ist es tatsächlich. Es ist ein Dauer draus geworden und der explodiert hart, der Dude. Der hässliche. Gib mir! Da! Das ist doch nicht wahr. Das war doch gar nicht in der entsprechenden Reichweite. Das ist doch... Doof ist das doch. Das kann er mir doch nicht erzählen. Was soll denn das? So ein Mist ist das doch. Aua. Aua. Mach doch, mach doch, mach doch, mach doch. Mir doch egal. Enna, du. Oh, oh. Ja, klar. Komm hier und. Aua! Aus dem Mist komme ich auch nicht wieder raus dann. Ey, das gibt's doch nicht, ey. Und er macht immer mehr Ads, ne? Er macht einfach immer mehr Ads. Das hat. Aua! Das hat auch keine Grenze oder so, ne? Und seine komischen Laser sind auch so völlig zufällig. Also. Nein, zufällig ist das falsche Wort. Das möchte ich gerne sagen. Ich möchte gerne sagen, dass die, dass deren Kollisionsabfrage halt irgendwie crap ist. Aber der, aua, aber der Champion geht tatsächlich noch. Das könnte mich schlimmer treffen, indem ich halt irgendwelchen Quark kriege. So. Ein AP ab. Ja, okay, komm. Wir haben ja nichts Besseres.